Hi und herzlich willkommen zur Folge 38 des Mindful Upgrade Podcast. Ich bin Robin und begrüße dich hier auf dem ersten veganen Biohacking Podcast, der dir zeigt, wie du durch einfache Biohacks Körper und Geist optimieren kannst. In meiner Arbeit ist es vor allem wichtig, dass du selber weißt, was du willst und wie du das schlussendlich auch erreichen kannst. Mein heutiger Gast ist ein Experte auf dem Gebiet der Identitätsfindung und teilt mit dir heute seine Toolbox für persönliches Wachstum und Weiterentwicklung. Kea Markert ist Coach für innere Transformation und wir sprechen heute darüber, wie er sein Warum gefunden hat und welche Konzepte und Strategien er dafür anwendet. Wir sprechen auch über typische Herausforderungen in der Persönlichkeitsentwicklung, wie Zielsetzung, Visionsfindung und die Scanner-Problematik. Die Shownotes findest du entweder in deiner Podcast-App oder unter www.mindful-upgrade.ch/Folge38. Ich wünsche dir viel Spaß und tolle Aha-Momente mit Kirjan und mir in dieser Folge. Herzlich willkommen bei Mindful Upgrade Podcast, dein Podcast für ein proaktives und selbstbestimmtes Leben. Lerne, wie du mit Plant-Based Biohacking und Primal Body Practice auf natürliche Weise dein Energielevel steigerst, mehr Fokus kreierst sowie körperlich und mental fitter wirst. Es warten interessante Themen und spannende Gäste auf dich, um dir zu zeigen, wie du ein unerschütterliches Skillset aufbaust, welches dir mehr Freiheit, Gesundheit und Power gibt. Aktiviere also jetzt dein Flow-State und werde selbst zum Biohacktivisten mit einer neuen Folge des Mindful Upgrade Podcasts. Hey Biohacktivist, was geht bei dir? Ich begrüße dich zu einer weiteren spannenden Interviewfolge auf dem Mindful Upgrade Podcast. Ich berufe mich ja immer wieder gern auf ein Konzept der alten nordamerikanischen Tribes, was da heißt, finde deine originale Medizin, dann heile zuerst dich damit und dann andere, sowie schließlich auch die Welt. Diese Mission hat sich auch mein heutiger Gast auf die Fahne geschrieben. Kea Markert ist Coach für innere Transformation und ist selber als Speaker unterwegs. Außerdem ist er Mitbegründer der Coaching-Plattform Growth Seminars und organisiert Seminare für persönliche Weiterentwicklung. Er hilft anderen Menschen, ihre begrenzenden Glaubenssätze zu erkennen und zu transformieren. Du kannst bei ihm aber auch lernen, wie du gesunde Gewohnheiten etablierst und diese nutzt, um körperlich und mental fit zu werden. Also wenn das mal nicht nach Mindful Upgrade schreit. Er selbst kennt die Herausforderungen seiner Klienten nur zu gut, denn auch er durchlebte Zeiten von Ziellosigkeit, fragwürdigen Habits und dem beinahen Verlust jeglicher Bedeutung und Identität im Leben. Ich freue mich, dass er die Kurve doch noch gekriegt hat und heute bei mir ist und uns etwas über Erdung, Visionsfindung und viele andere Persönlichkeitshacks erzählt. Willkommen, Kilian. Hi, ich grüße dich auch. Also eine super, super, super Intro, muss ich sagen. Und ich freue mich natürlich riesig, auf deinem Mindful Upgrade Podcast zu sein. Wird, glaube ich, ein super Gespräch heute. Ja, ich freue mich auch drauf. Und ich habe ja deinen Kontakt von dem lieben Charlie bekommen. Ja, den hatte ich ja jetzt auch schon auf dem Podcast. Verlinke ich auch gerne nochmal die Folge. Und ja, wir haben, glaube ich, sehr schnell zusammengefunden und die gleichen Themen halt auch, die wir bearbeiten quasi. Und deswegen freue ich mich jetzt auch schon richtig, mit dir zu quatschen, ey. Ja, ich muss sagen, das war auch eine ganz, ganz coole Geschichte. Also ich habe Charlie auf einem unserer Growth-Seminars kennengelernt, wie du schon angekündigt hast, einen unserer Seminare für Persönlichkeitsentwicklung. Und es ist einfach immer wieder spannend, wie sich dann solche Möglichkeiten ergeben, wie man sich einfach mit gleichgesinnten Menschen austauscht und dann einfach, ja, sich solche Möglichkeiten im Leben einfach ergeben. Das finde ich immer wieder spannend und ich bin einfach dankbar dafür, dass ich jetzt auf diesem Podcast sein kann. Ja, und ich bin auch dankbar, dass du da bist und auch nochmal ein Shoutout an Charlie, dass er uns connected hat. Und jetzt würde ich sagen, dann starten wir mal direkt ein. Bist du ready? Ich bin ready. Was war da eigentlich so früher los bei dir, dass du heute mit solchen fundamentalen Themen wie Identität, Vision und Glaubenssätzen rausgehst? Nimm uns mal mit in deine Story, Kilian. Also ich würde sagen, es ging bei mir schon sehr, sehr früh los in meiner Kindheit, dass ich angefangen habe, ja, sehr viel zu lesen. Ich denke, das war die allerwichtigste erste Gewohnheit, die ich hatte. Also ich habe sehr viel gelesen von Kindesbeinen an, da bin ich meiner Mutter auch sehr dankbar, dass sie mich da immer dazu animiert hat. Und dann bin ich auch, ja, sehr früh auf Persönlichkeitsentwicklungsthemen gestoßen. Also ich bin sehr früh auf Themen gestoßen wie: Was will ich eigentlich im Leben erreichen und so weiter, war aber früh eigentlich noch relativ, sag ich mal, mit jugendlichem Leichtsinn unterwegs. Also ich habe sehr früh diese Themen schon erkannt und gesehen, aber habe mich jetzt, sag ich mal, noch nicht intensiv damit beschäftigt. Bei mir war es früher eher so, dass ich schon ein bisschen richtungslos unterwegs war. Also ich habe kaum eine Struktur in meinem Tag gehabt. Ich habe sehr viel Videospiele gespielt und ich wusste eigentlich nicht so richtig, wo es hingehen soll. Und dann eben kam die Zeit, als ich dann mein Abitur gemacht habe
Und dann war es halt so, man wurde halt wirklich ins kalte Wasser geworfen. Es war dann einfach so wieder alles möglich, man konnte wieder alles machen, hatte so viele Optionen gehabt. Und dann war es für mich so, da war die Struktur erstmal weg, die die Schule halt gegeben hat. Und dann musste ich mich entscheiden, ja, was will ich jetzt eigentlich mit meinem Leben? Was will ich machen? Wo will ich hin? Wer bin ich überhaupt? Dann kamen diese Themen. Aber ich muss sagen, ich war damals noch nicht bereit dazu, diese Sachen für mich zu beantworten. Und was macht man in so einem Fall, wenn man eben noch nicht bereit ist, das zu beantworten? Man macht einfach, was die anderen machen. Ne? Man macht einfach, was die Gesellschaft einem vorschreibt, was halt ganz normal ist eben, weißt du? Und dann habe ich mich einfach entschieden, ja, dann studiere ich halt einfach. Studiere ich halt einfach mal Business, studiere ich halt einfach mal BWL. Und das habe ich dann auch angefangen, habe ich gemacht. Und ich dachte so am Anfang, ja super, jetzt habe ich wieder eine Struktur, weil ich bin so ein Mensch, der braucht ein bisschen Struktur, der braucht ein bisschen eine Richtung, weißt du? Und das war ganz cool, ich habe wieder eine Struktur bekommen, ich hatte eine neue Umgebung, neue Leute hatte ich gehabt und das war einfach richtig gut. Und dann gab es sogar die Aussicht, dass ich halt dann auch einfach in, wie es halt in Business oder in BWL typisch ist, dass man halt einfach in eine große Firma dann geht. Und dann hat man da so die Aussicht, ja, jetzt habe ich endlich eine Rolle, jetzt habe ich eine Identität. Und es gibt schon ein gutes Gefühl am Anfang. Und ich habe mich dann auch schon selbst in diesen Rollen gesehen und habe dann auch in einer ziemlich bekannten, großen deutschen Firma angefangen zu arbeiten, als Praktikum am Anfang. Und dachte mir, oh, das wird super, da gibt es dann Firmenwagen und ich kann dann in Anzug hin. Habe mich dann auch am ersten Arbeitstag schön fertig gemacht und fand das alles richtig cool. Aber dann hat sich dann im Laufe der Wochen, als ich dort gearbeitet habe, hat sich dann einiges rausgestellt, dass es alles nicht so ist, wie die schöne glänzende Fassade eben zeigt. Und das war so ein bisschen für mich, sage ich mal, mein Turning Point, mein Punkt, wo ich gemerkt habe, nee, das ist es nicht. Weil im Gegensatz dazu, wie es von außen aussah, alles super toll, war es von innen ganz anders. Also jetzt, ohne jetzt so krass auf die Arbeitsverhältnisse einzugehen, aber einfach so, die Arbeit, die man geleistet hat, es war für mich so diese Definition von einfach, es ist einfach keine Erfüllung. Man macht halt einfach so einen 9-to-5-Job und man sitzt da in seinem Büro, macht halt irgendwelche Dateneinträge, Aufgaben, aber man hat halt noch seinen Anzug an, das ist sehr wichtig dabei. Und das war halt für mich so, ja, will ich mein ganzes Leben so verbringen? Will ich mein ganzes Leben einfach in einem Office sitzen und am besten noch im Stau stehen, bevor ich zur Arbeit komme und damit die meiste Zeit meines Tages verbringen. Und das Traurige war halt einfach, dass meine Kollegen, die da teilweise schon 30 Jahre gearbeitet haben, das war ihr täglicher Tagesablauf. Von Montag bis Freitag haben sie das gemacht, um sich dann ins Wochenende zu retten. Und ich habe halt einfach gemerkt, manche wollten es nicht zugeben, aber ich habe gemerkt, dass viele zumindest damit nicht erfüllt waren. Und ich wollte gerade fragen. Ja. Entschuldigung. Aber haben die sich auch dieselben Fragen zu der Zeit schon gestellt, die du dir gestellt hast? Also ich würde sagen, es ist natürlich immer schwer, so direkt rauszufinden, was in den Menschen vorgeht, wenn man halt so auf beruflicher Ebene erstmal nur unterwegs ist. Aber ich habe mit einem Kollegen zusammengearbeitet, das war so mein engster Kollege, und wir haben in der Pause gelegentlich über solche Themen geredet. Und er hat sich auch die Frage gestellt, ob das alles ist. Ob er wirklich in so einem Job die ganze Zeit bleiben will, weil er hat gemerkt, er hat eine Scheidung hinter sich. Er hat auch zugegeben, dass er einiges falsch gemacht hat, hat viel Zeit in den Job gesteckt, viel Zeit in Materielles gesteckt, war ganz alt. Also hat materiell war er ausgesorgt, ne? Hat er ausgesorgt gehabt. Aber so innerlich hat ihm einiges gefehlt. Und auch diesen Input, den ich von ihm bekommen habe, der hat mir auch sehr viel geholfen. Da ich halt einfach gemerkt habe, das ist es nicht für mich, weißt du? Das kann es nicht sein, einfach den größten Teil meiner Zeit einfach mit so etwas zu verbringen, wo ich halt überhaupt keine Erfüllung habe, wo ich halt einfach überhaupt nicht dafür brenne. Und dann eben, das Gute war eben, dass es halt einfach nur ein begrenztes Praktikum war für 6 Monate. Das heißt, die Zeit war, sag ich mal, limitiert. Und nachdem ich das eben fertig gemacht habe, habe ich eben für mich gemerkt, ja, nee, das kann eben nicht so weitergehen. Dann habe ich mir überlegt, ich möchte da einfach, sag ich mal, noch einen sauberen Cut dahinter setzen, hinter meinem Studium. Ich wollte es nicht unbedingt abbrechen. Und dann habe ich die Zeit in meinem Auslandssemester genutzt, um halt wirklich, wirklich auf, ja, Selbstreflexion und einfach eine Reise ins Innere zu gehen. Ich habe wirklich mir tiefgehend diese Fragen gestellt,
die wir am Anfang besprochen haben. Wer bin ich überhaupt? Was kann ich gut? Wohin will ich gehen? Was will ich am Ende meines Lebens über mich sagen? So ganz tiefgehende Fragen habe ich mir gestellt. Und ganz wichtig. Wo warst du da im Auslandssemester? Das war in Barcelona in Spanien. Das ist natürlich auch eine geile Stadt. Das auf jeden Fall. Also die Zeit, Barcelona zu genießen, kam auf jeden Fall nicht zu kurz. Aber worauf ich am meisten stolz bin, ist, dass ich da wirklich intensiv angefangen habe, Journaling zu betreiben. Also richtig intensiv. Und praktisch mir dort wirklich diese ganzen Fragen gestellt habe. Und was ich einfach so für mich rausgefunden habe, ist, dass es halt einfach, so, wenn man sich solche Fragen stellt, vielleicht auch für die Hörer ganz interessant, das wird nicht von heute auf morgen kommen. So eine Klarheit, so eine persönliche innere Klarheit wird nicht von heute auf morgen kommen. Man muss sich da wirklich eine Gewohnheit draus machen. Regelmäßig, zum Beispiel Journaling ist da ganz gut, sich über seine Gedanken und über seine Ideen im Klaren zu werden. Und wenn man das regelmäßig macht, über einen längeren Zeitraum, über ein Jahr, über ein bisschen mehr als das sogar, dann kommt wirklich die Klarheit Stück für Stück. Dann bekommt man Ideen. Und wenn man diesen Ideen danach geht, dann merkt man, okay, jetzt geht's in eine Richtung, wo ich sage, da bin ich wirklich voll dabei. Das macht mir wirklich Spaß. Jetzt fühle ich, jetzt habe ich so ein Gefühl von Richtung in meinem Leben. Und das war dann auch eben so bei mir. Ich habe dann angefangen, wirklich mich mehr mit den Dingen zu beschäftigen, die ich die ganze Zeit eben schon seit früher Kindheit eben interessant fand, eben Persönlichkeitsentwicklung, eben Sachen auch an mir selbst zu arbeiten und das wirklich auch anderen Leuten beizubringen, habe mich dann mehr damit beschäftigt und dann war es ganz interessant, dann ging plötzlich eins ins andere. Ich habe dann mein Studium beendet und dann habe ich auf anderen Seminaren, die ich dann besucht habe, ich dann Leute kennengelernt, die wirklich Ähnliches machen wie ich. Und dann ging es dann eins ins andere und dann haben wir uns kennengelernt, sind Freunde geworden und haben dann uns entschieden, eben Growth Seminars zu gründen, die Plattform für Seminare für Persönlichkeitsentwicklung. Und dann habe ich angefangen, auch einfach wirklich das zu tun, worauf ich Lust hatte. Und das war dann einfach Artikel schreiben, anderen Leuten weiterzuhelfen, selbst mich weiterzubilden, Seminare zu besuchen. Und ich glaube einfach, wenn man sich für eine Richtung entscheidet und wirklich sagt, ich gehe da jetzt all out und ich mache einfach mehr in diese Richtung. Wenn es nicht einfach nur ein Traum bleibt oder ein Gedankenspiel, dann kommen die Resultate. Wenn man halt geduldig bleibt und Schritt für Schritt geht, dann kommen die Resultate. Und das sehe ich jeden Tag für mich. Wenn man jeden Tag einfach eine gute Gewohnheiten hat und diese Sachen implementiert, dann entwickelt man einfach eine gute Richtung. Ja, vor allem das mit dem Journaling finde ich halt sehr interessant auch. Wie hast du das jetzt für dich angefangen? Ja? Also nochmal für die Zuhörer, auch Journaling bedeutet ja einfach so seine Gedanken festhalten, Tagebuch schreiben und das auch vielleicht als eine regelmäßige Routine implementieren in den Alltag. Wie hast du da gestartet? Hast du vielleicht eine App gehabt oder hast du einfach eine physische Lösung gehabt? Wie hast du damit angefangen? Also erstmal, wie ich aufs Thema gekommen bin, ich habe immer regelmäßig auf Medium gelesen, medium.com. Kann ich jedem empfehlen, ja, der im Thema Persönlichkeitsentwicklung unterwegs ist, weil dort einfach viele, auch größtenteils amerikanische Autoren unterwegs sind, die halt einfach auch, sag ich mal, wirklich bekannte Autoren mittlerweile sind, aber trotzdem noch Artikel dort veröffentlichen. Und da war das Thema Journaling war ganz groß in der Persönlichkeitsentwicklung, um persönliche Klarheit zu gewinnen. Und auch Tim Ferriss zum Beispiel hat ja in seinem Buch Tools der Titanen und so weiter, hat er das von vielen High-Performern eben rausgehört, dass die alle eine Journaling-Practice oder Gewohnheit haben. Und dann habe ich eben mich erkundigt, ja, was gibt's denn so für Möglichkeiten? Und da gibt's ja alles Mögliche. Es gibt ja unterstützende Journals, also so Journals, die schon so Vorlagen drin haben. Dann gibt's ja 5-Minute-Journal, also das 5-Minuten-Journal, wo man so einfach 5 Minuten was reinschreibt. Aber für mich habe ich rausgefunden, dass ich einfach frei sein will. Und dann habe ich mich entschieden, einfach mir ein leeres Buch zu kaufen, also im DIN A5-Format, einfach mit leeren Seiten, vorliniert eben, und habe einfach so für mich einfach das benutzt, um so meinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Und nach der Zeit eben
ist es so, dass sich dann schon eine Struktur entwickelt. Am Anfang schreibt man dann so ein bisschen, wie sein Tag so war. Dann schreibt man so ein bisschen, was man vielleicht hätte besser machen können. Und am Ende vielleicht beendet man seine Session mit vielleicht etwas Dankbarkeit. Drei Sachen, für die man dankbar ist. Und das hat sich für mich ganz gut rausdestilliert, weil ich einfach gemerkt habe, Journaling ist unglaublich vielseitig. Also es gibt so viele Möglichkeiten, was man damit machen kann. Man kann wirklich seine negativen Gedanken aus dem Kopf bekommen und die einfach mal auf Papier verbannen, dass die aus dem Kopf raus sind. Man kann sozusagen auch benutzen, um sich selbst accountable zu halten, also sich selbst, wie sagt man das auf Deutsch, um sich selbst Rechenschaft abzulegen, um zu sagen, ja, wie weit würde ich denn überhaupt kommen, wenn jeder Tag so aussieht. Dann kann man es benutzen, zum Beispiel um Goal-Setting, also um seine Ziele zu setzen. Man kann es auch benutzen, wie ich gesagt habe, Dankbarkeit auszudrücken. Also es ist unglaublich vielseitig und deswegen war für mich einfach die beste Lösung, da ein leeres Journal zu benutzen. Und dann kann ich halt einfach manchmal einfach drauf losschreiben und und es hat mir einfach die größtmögliche Freiheit gegeben. Ja, das finde ich übrigens ein mega cooler Hack, weil ich glaube, viele so, die anfangen wollen auch mit Journaling oder ihre Gedanken aufzuschreiben, die suchen dann so, ja, nach einer Struktur und es ist halt auch wieder so ein Verstandeskonstrukt, ja, um sich vielleicht vom Anfang so ein bisschen zu drücken. Und deswegen finde ich es gut, einfach ein leeres Buch kaufen und ja, die Struktur, die wird sich schon entwickeln. Einfach mal anfangen umzusetzen und dann zu schauen, wie sich's entwickelt. Das ist ein richtig guter Hack und ja, danke dafür. Gerne. Cool. Ja, also richtig cool auf jeden Fall, was du für einen Weg da eingeschlagen hast und auch mit dem Journaling natürlich mache ich ja auch regelmäßig. Ich habe da sowohl offline als auch Online-Lösung. Also ich habe da zum Beispiel die 5-Minute-Journal-App. Mhm. Ist für mich noch auch ganz gut so, um unterwegs halt immer mal sowas reinzuschreiben oder ein Foto reinzuposten. Und dann habe ich noch das Universal-Tagebuch. Das ist auch eine App, die kann ich dann so richtig anpassen auch. Also es ist auch wie so ein leeres Journal eigentlich. Und ja, und das schreibe ich jeden Tag und das hat mir schon so viel gebracht, ja. Und ich kann das wirklich jedem nur empfehlen, sich sowas anzueignen. Und auch cool nochmal der Hack mit dem Medium. Das kenne ich auch, habe ich auch schon sehr viele Artikel gelesen und da verlinke ich dann auch gerne nochmal die Plattform und du hast da wahrscheinlich auch eine Seite. Genau, ja. Genau, werde ich dann auch nochmal in den Shownotes verlinken. Gut. Nochmal so Stichwort Sinnkrise. Wie hat das bei dir ausgesehen, damals, wo du gemerkt hast, okay, ich weiß jetzt nicht wirklich, wohin und wie ich jetzt genau anfangen will. Welche Glaubenssätze waren damals bei dir aktuell? Ja, ich würde sagen, so, es gab ganz viele Glaubenssätze, die sehr unbewusst waren. Also ich wusste selbst gar nicht, dass ich die Glaubenssätze hatte, nur ich bin dann eben auf diese Glaubenssätze erst später gestoßen, als ich wirklich angefangen habe, rauszufinden, was liegt denn da unten im Unterbewusstsein, was hält mich denn überhaupt zurück? Und ich würde sagen, so, die Glaubenssätze, die ich dann rausgefunden habe, dass ich die hatte, waren ganz tiefer liegende Glaubenssätze, so richtige Sätze wie, ich bin einfach nicht gut genug, um wirklich das zu machen, worauf ich wirklich Lust habe. Oder zum Beispiel auch Glaubenssätze wie, ja, was ist denn überhaupt, wenn andere eben mich abweisen für diese Sachen? Was ist denn überhaupt, wenn ich scheitere? Was ist denn, wenn ich eigentlich überhaupt nicht dazu bestimmt bin, einen sinnhaften Zweck im Leben zu finden? Einfach so wirklich irrationale Glaubenssätze, die ich da gefunden habe. Und das ist ganz interessant. Also ich habe mit vielen Leuten mittlerweile gearbeitet und was immer wirklich dabei rauskommt, ist, dass solche unbewussten Glaubenssätze wirklich bei den meisten Menschen vorhanden sind. Und es ist wirklich unglaublich wichtig, ich kann das nur betonen, sich dieser Glaubenssätze bewusst zu werden, weil wenn man das eben nicht macht, wenn man diese Glaubenssätze verdrängt und wenn man die im Unterbewusstsein lässt, dann steuern die sozusagen das Verhalten von jemandem. Und dann denkt man halt einfach, ja, ich bin halt eine Person, die kann das halt einfach nicht oder ich schaff's halt einfach nicht oder ich sabotiere mich dann selbst. Aber eigentlich ist es so, dass das nur negative Glaubenssätze sind, die aus dem Unterbewusstsein unser Verhalten steuern. Und ich glaube, das ist ganz interessant, sich dessen bewusst zu werden.
Ja, und sie sind auch vor allem zum Schutz da, ja. Also wir haben die ja irgendwann mal in der Kindheit oder keine Ahnung, vielleicht auch im Erwachsenenalter entwickelt oder unser Unterbewusstsein hat die entwickelt, um uns zu schützen, ja, vor Sachen, wo wir halt auch Angst haben. Und ich glaube, in der Persönlichkeitsentwicklung ist es auch immer so, dass immer gesagt wird, ja, du musst deine Glaubenssätze auflösen. Und ich bin da gar nicht mal so ein Fan von, sondern ich bin mehr ein Fan von so, wie du schon sagst, sie wahrzunehmen und sie dann halt transformieren und halt mit anderen Glaubenssätzen, also positiven Glaubenssätzen zu ersetzen. Ja, ja, sehe ich ganz ähnlich. Es ist halt so, dass man sich schon bewusst sein muss, dass viele Glaubenssätze, die wir angenommen haben, uns halt einfach gar nicht nützen. Die sind halt einfach irrational. Zum Beispiel, wenn man sich überlegt, wie entsteht denn so ein Glaubenssatz? Es kann ja sein, dass man zum Beispiel einfach mal in der Schule war als kleines Kind und hat dann halt einfach mal laut gelacht und hat einfach mal richtig Spaß gehabt oder hat einfach mal einen Witz erzählt, hat laut gelacht. Und man wurde dann halt einfach, weil der Lehrer schlecht gelaunt war, wurde dann halt einfach so richtig geschämt dafür. Er wurde dann halt richtig so bestraft, gesagt, nein, hier wird nicht laut geredet, hier wird nicht gelacht, du musst still sein, du musst still sitzen. Und wenn das in so einer Umgebung stattfindet, dann ist es halt einfach so, dann ist es für Kinder eben so eine Erfahrung, die wirklich furchteinflößend ist. Die geht für Kinder können mit solchen Emotionen kaum umgehen und deswegen ist es fürs Unterbewusstsein fast schon eine Nahtoderfahrung. Und deswegen werden solche Erfahrungen eben im Unterbewusstsein abgespeichert als nein, das darfst du nicht machen, das ist praktisch nicht gut, das ist schlecht, das ist kein Teil von dir. Und das heißt dann praktisch, dass aus so einer Erfahrung eben, wenn es schlecht läuft, einfach der Glaubenssatz entstehen kann, dass Lachen nicht gut ist, dass eben, dass man, wenn man laut aufspricht oder seine Meinung sagt, eben, dass man dann bestraft wird. Und es ist halt einfach so, klar, es schützt irgendwo vor Bestrafung, aber es ist halt völlig irrational in unserer Welt. Und deswegen, natürlich gibt es auch Glaubenssätze, die einem irgendwo helfen, aber solche negativen Glaubenssätze, die zu finden, und sich wirklich deren bewusst zu werden, finde ich schon persönlich wichtig. Also wenn man sich deren bewusst wird, wo kommen die her? Welche Erfahrung habe ich da in der Kindheit vielleicht gemacht? Und sich dann überlegt, ja, kann ich das aus einer anderen Perspektive jetzt betrachten und einfach überlegen, ja, das hat eigentlich überhaupt keine Kraft mehr über mich, weil ich bin jetzt eigentlich stark, ich weiß, was gut für mich ist. Und dann kann man mit neuen Sätzen, wie du schon sagst, eben diese ergänzen. Und dann wird man wirklich geerdet, wenn man erkennt, was war in der Vergangenheit, aber was will ich jetzt wirklich in der Zukunft machen? Und wenn man diese beiden Aspekte eben damit einbezieht, dann kann man eigentlich, glaube ich, gut voranschreiten. Okay. Gibt es da vielleicht gerade eine Übung, so die dir konkret einfällt, um solche Glaubenssätze zu erkennen und vielleicht auch umzuwandeln gerade? Ja, was das Erkennen angeht, bin ich persönlich ein großer Fan von, das heißt Sentence Completion Work. Das wurde vom US-amerikanischen Psychotherapeuten Nathaniel Brandon entwickelt. Der hat auch ein ganz interessantes Buch geschrieben, The Six Pillars of Self-Esteem, also die sechs Säulen des Selbstwertgefühls. Und das ist praktisch so, kannst du dann später auch noch verlinken. Das funktioniert einfach so, dass man einen Satz hat. Also es gibt da praktisch vorgefertigte Sätze, die nicht komplett sind. Und das heißt zum Beispiel, seit ich ein kleines Kind war, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann muss man mit diesem Satz, muss man den 12-mal oder 10 bis 12-mal beenden. Und man macht das einfach so hintereinander, beendet den 10 bis 12-mal mit verschiedenen Satzendungen. Und was dann passiert ist, wenn man je mehr man das macht, man kommt dann in so eine Art Trance-Zustand. Und das ist genau das, was notwendig ist. Weil oft ist es so, dass diese ganzen Kindheitserfahrungen, dass wir die gar nicht mehr bewusst in unserem Bewusstsein haben, dass wir die also verdrängt haben. Deswegen, wir müssen in so eine Art Trance reinkommen, um eben diese Sachen wirklich wieder bewusst zu machen. Und wenn man das wirklich ganz oft macht, dann nach 12-mal hat man einen weiteren Stamm. Und wirklich, Nathaniel Brandon hat das in so einer Reihenfolge aufgebaut, auch die Setzstämme, dass es eben so ist, dass es Schritt für Schritt an tiefer liegende Glaubenssätze ranführt. Und wenn man das dann macht, kommt man in so eine Trance. Und ich muss sagen, ich habe das für mich angewandt und es war unglaublich, was dort für Glaubenssätze wirklich wieder aufgetaucht sind. Also wirklich Sachen aus der Kindheit, als ich 5, 6 Jahre alt war, die ich schon verdrängt hatte. Und das war wirklich sehr beeindruckend. Und dann vielleicht eine zweite Technik, die ich da hinzufügen kann, ist wirklich regelmäßig zu meditieren. Weil ich glaube einfach, wenn man meditiert, ist es so,
man hat halt diese, man entwickelt diese innere Stille. Und wenn man eine innere Stille entwickelt oder auch eine Achtsamkeit, dann kann man eben erkennen, was geht denn überhaupt in mich vor. Dann erkennt man die Gedanken, die man hat, und wenn man erkennt, welche Gedanken man regelmäßig hat, dann kann man da dieses sozusagen zurückverfolgen auf tiefer liegende Glaubenssätze. Es ist nämlich so, wenn man halt sich überlegt, man hat über mehrere Wochen einfach oft Selbstzweifel und oft negative Gedanken, dann kann man anfangen, während man meditiert oder eben auch danach, sich zu überlegen, was könnten tiefer liegende Glaubenssätze sein, die eben mich zu diesen Gedanken verleiten. Und dann, wenn man sich fragt, wann war denn das erste Mal, dass ich solche Gedanken oder auch solche Emotionen und Gefühle hatte, dann kommt man auch in so eine Art Trance-Status und dann ist das Unterbewusstsein eher offen, um sozusagen diese alten Erfahrungen wieder zu präsentieren. Und wenn man sich diesem bewusst wird, ich glaube, das ist schon der erste Schritt zur Heilung. Man muss gar nicht so viel, man kann das auch machen, man kann viel Reframing machen, also sozusagen diese Erfahrungen, die man gemacht hat, aus einem neuen Licht beobachten. Das geht schon auch, das ist auch, was NLP viel macht. Aber was wirklich ganz wichtig ist, ist einfach, sich diese Erfahrungen wieder bewusst werden. Weil es einfach so ist, wenn man diese Sachen verdrängt und im Unterbewusstsein lässt, dann haben sie diese Kontrolle über einen. Aber wenn man sich diese Erfahrungen bewusst wird und praktisch sie wieder ins Bewusstsein holt, durch diese Übungen eben, dann ist es so, dann verlieren die einfach die Kontrolle über einen. Weil man dann einfach sozusagen diese Emotionen und die Gefühle, die diese Erfahrungen eben einem geben, man lässt die zu, und da ist auch Meditation ganz gut, man sitzt eben einfach mit sich und denkt an diese Erfahrungen, die man gemacht hat, lässt die negativen Gefühle zu, und durch das Zulassen verlaufen sich diese Emotionen sozusagen. Also man lässt sie zu, man durchlebt die, genau, man verdrängt sie nicht, man durchlebt sie, und durch das Durchleben kann man wirklich loslassen. Und da ist Meditation einfach ganz wichtig. Und wenn man das dann losgelassen hat, dann ist es einfach so, dann sind diese Erinnerungen sozusagen noch da. Aber das Ding ist, die haben halt einfach keine Kraft mehr über dich. Diese emotionale Verbindung dazu, diese negative Assoziation ist halt einfach weg. Und ich glaube, das ist einfach das, man muss es nicht komplett auflösen. Man muss halt einfach nur diese emotionale Verbindung, die halt einen im Jetzt noch beeinflusst, die sollte man einfach auflösen. Und ich glaube, da ist Meditation einfach ganz wichtig. Sehr cool. Hast du da eine gewisse Meditationspraxis oder setzt du dich jetzt mehrmals am Tag hin oder machst du es nur einmal? Also ich persönlich meditiere zweimal am Tag. Einmal als Teil meiner Morgenroutine und einmal als Teil meiner Abendroutine. Also einmal direkt vorm Schlafen gehen, einmal nach dem Aufwachen. Und ich muss sagen, was jetzt, also spezifisch am Abend mache ich eine Technik, die heißt auf Englisch Pranic Breathing. Und das heißt, also ich weiß nicht genau, wie es auf Deutsch heißt, pranisches Atmen wahrscheinlich. Prana-Atmung. Genau, wahrscheinlich, ja. Und es, also ich weiß nicht, ob das schon auf eurem Kanal diskutiert wurde, aber das funktioniert so, dass man eben für 6 Sekunden mit der Nase einatmet, dann dies für 3 Sekunden hält, dann wieder für 6 Sekunden ausatmet und wieder für 3 Sekunden hält. Und beim Ausatmen ist es so, da kann man so eine Art Zischlaut machen, weil das hilft einem so ein bisschen die Spannung loszulassen. Und das mache ich persönlich ganz gerne. Und ich verbinde das halt auch noch mit damit, dass ich meine Aufmerksamkeit, also meine Achtsamkeit von meinem Kopf runter meine Wirbelsäule bis zu meinem Steißbein wandern lasse und eben dann von dort atme. Und halt auch mir vorstelle, dass ich sozusagen Wurzeln entwickle in meinem Fuß und die halt in die Erde reingehen. Und dann atme ich sozusagen aus der Erde raus in mein Zentrum sozusagen und lasse dann sozusagen durch die Atmung diese ganzen Spannungen eben raus von mir. Und ich glaube, das ist eigentlich, also das funktioniert bei mir wirklich ganz gut, wenn ich vorher wirklich aufgeregt war, abgelenkt war, negative Gedanken hatte, dann mache ich 10 Minuten diese Meditationstechnik und es ist einfach der Hammer, dann ist mein Kopf einfach frei.
Ja, und ich glaube, Tim Ferriss, der bringt da auch zum Beispiel das Journaling auch wieder rein, ja. Einfach mal so, ich weiß gar nicht, wie er es nennt, ich glaube, so die Toilettenspülung betätigen und einfach mal alles Negative, was dir so über den Tag passiert ist, einfach mal rauszuschreiben und das einfach mal auf Papier zu bringen, damit es aus deinem Kopf raus ist. Und ich glaube, viele Menschen haben auch das Problem einzuschlafen, ja, eben, weil sich ihre Gedanken kreisen um gewisse Themen, die sie am Tag beschäftigt haben. Und ich finde das ein cooles Tool. Ich mache das auch ab und zu, gerade wenn ich sehr viele Gedanken, negative Gedanken auch im Alltag gesammelt habe. Und ja, dann schläfst du halt wie ein Baby, ne? Ja, das ist der Wahnsinn. Und die Wissenschaft ist ja auch dahinter. Also das ist ja auch bewiesen, dass dann andere Art von ich kann es nicht genau erklären, aber andere Art von Wellen im Gehirn aktiv werden. Und die dann eben dafür sorgen, dass man halt einfach viel gelassener, viel ruhiger ist und auch besser schläft. Genau. Das war ja wahrscheinlich Theta zu Delta-Wellen sein. Ja. Ja. Ich glaube auch vorhin schon, wo du halt gesagt hast, ja, wo man da mit den Glaubenssätzen arbeitet, ist, denke ich, auch sehr viel im Theta-State. Den entwickelst du ja auch in der Meditation. Und das ist natürlich die Gehirnwellenfrequenz, wo wir am besten halt mit unserem Unterbewusstsein arbeiten können. Mhm. Ja. Gibt es auch ganz viele Heilansätze, zum Beispiel so Theta-Floating und ja, tiefe Meditation, wo dieser State bewusst getriggert wird. Das ist auch sehr interessant. Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon viel drüber gehört. Ja, cool. Ich glaube, was auch noch ein sehr dringendes Thema ist, auch bei vielen Zuhörern eventuell, dass viele sich so mit der richtigen Zielsetzung immer noch sehr schwer tun. Ja, so ohne Ziel kann man ja auch keins erreichen. Du kennst den Spruch bestimmt. Und wann hast du so dir das erste Mal bewusst Ziele gesetzt im Leben und welche waren das? Also ich habe wirklich, muss ich sagen, angefangen, bewusst Ziele zu setzen, als ich auch angefangen habe zu journalen, weil ich eben dort diese Plattform gefunden habe, wo ich wirklich gesehen habe, ja, ich kann das jetzt wirklich hier aufschreiben und ich kann es jeden Tag mir wieder anschauen, ich kann mir jeden Tag meine Ziele vor Augen halten. Das war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und ich kann dann halt auch am Ende der Woche zum Beispiel schauen, habe ich meine Ziele erreicht und wie bin ich denn da auf Kurs? Also das war so, dass da habe ich das eingebaut und das mache ich auch heute noch, dass ich das in meinen Journal reinschreibe. Und ich würde sagen, so die ersten Ziele, die ersten konkreten Ziele, natürlich hat man schon ein bisschen Ziele auch in der Jugend und man möchte sein Abitur machen und überlegt sich, ja, was kann ich mal werden. Aber die ersten konkreten Ziele habe ich, glaube ich, erst runtergebrochen, als ich auch wirklich so eine Art Vision von meinem Leben entwickelt habe. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich bin ein Freund davon, sozusagen mit dem Ende zu beginnen. Also man überlegt sich, wo will ich denn mal sein am Ende meines Lebens? Wo will ich denn mal sein, wenn ich auf meiner eigenen Beerdigung sozusagen eingeladen bin? Und dann fragt man sich, solche Fragen wie, was sollen denn mal andere Menschen über mich sagen? Und von dieser Lebensvision, die man für sich eben erstellt, dann kann man sozusagen anfangen, wenn man da ein klares Bild hat, Ziele runterzubrechen. Also ich würde dann anfangen, langfristige Ziele zu erstellen, so im 10-Jahres-Ablauf, dann vielleicht so Ziele im nächsten Jahr und dann wirklich so mittelfristige bis kurzfristige Ziele runterzubrechen. Also anzufangen, wo will ich mal in der entfernten Zukunft sein und dann wirklich so runterzubrechen bis hier ins Jetzt sozusagen, bis diese Woche und dann, was kann ich denn heute tun, um wirklich auf Kurs für meine langfristigen Ziele zu sein? Also oft ist es so, man stellt sich irgendwelche Ziele und dann merkt man aber einfach, dass es eigentlich gar nicht dahin führt, wo man eigentlich vielleicht unterbewusst sein möchte in 10, 20, 30 Jahren. Und deswegen finde ich es wichtig, immer diese Vision im Hinterkopf zu haben und eben von da aus zu arbeiten, damit zu beginnen und zu sagen, ja, ist dieses Ziel, das ich mir jetzt setze, wird es irgendwie zu meiner Vision hinführen. Und wenn das der Fall ist, denke ich, dann ist es auf jeden Fall ein guter Start für ein Ziel. Definitiv. Mir fällt jetzt gerade noch ein, für die Zuhörer, die das jetzt hören und sich vielleicht doch ein bisschen schwer tun, so eine Struktur auch für ein Journal zu finden. Da habe ich einen richtig coolen Planer. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der heißt Klarheitsplaner.
gibt es in Deutsch und auch in Englisch. Und das ist sowas wie ein Life-Coach. Und da sind halt auch so am Anfang beschrieben, wie man Ziele richtig setzt. Ja, auch so im 5- und 10-Jahres-Rhythmus. Und dann ist es halt ganz so ein normaler Wochenplan, wo du dann so, den kannst du als Dankbarkeitstagebuch, kannst du ja auch selber gestalten, kannst du als Dankbarkeitstagebuch oder für deine Zielsetzung nehmen oder einfach als Productivity-Planner. Und da kommt dann auch am Ende jeder Woche so ein kurzer Review, okay, wie war deine Woche, was war gut, was war nicht so gut und am Ende des Monats und halbjährlich auch. Okay. Und gerade für die, die sich vielleicht so ein bisschen schwer tun, ein leeres Buch so zu kaufen, finde ich das richtig gut. Werde ich auch mal in den Shownotes verlinken, für die das interessant ist. Und ja, glasklare Vision, mega wichtig. Ich bin auch so ein Fan von Vision Boards. Ich weiß nicht, wie weit du da Erfahrungen hast. Ja. Ich habe da zum Beispiel mit meiner Freundin auch zusammen eins gemacht, weil ich auch mega wichtig finde, so ganz bunt mit Bildern. Und das Coole ist, dass ich jetzt halt so merke, okay, hey krass, ich gucke da drauf und da ist ein Wohnmobil drauf. Und dann, okay, ich habe mir vor 2 Wochen ein Wohnmobil gekauft. Ja, Mann. Ja, und dann so zum Beispiel, ja, ich wollte bei dieser Veranstaltung wollte ich als Speaker auftreten oder einen Workshop machen, ja, oh, das ist jetzt passiert, krass. Und das ist, glaube ich, mega mächtiges Tool. Vielleicht magst du da noch was zu erzählen. Ja, ich denke einfach auch, das ist dieses ganze mächtige Tool, was Visualisierung eben darstellt. Also es ist ja so, dass wir die Kraft haben, unser Unterbewusstsein sozusagen zu programmieren. Und wenn man regelmäßig visualisiert, sei es jetzt mit einem Vision Board, wo man es wirklich direkt sieht, oder was auch manche Leute, was halt ich auch regelmäßig mache, ist halt einfach so ein Film im Kopf haben, den man sich einmal sozusagen zurechtgelegt hat und dann setzt man sich hin und spielt den immer wieder durch. Und Mindmovie sozusagen. Genau, Mindmovie. Und es ist auch so, dass zum Beispiel Michael Phelps, der US-amerikanische Schwimmer, der Weltrekordhalter, was Goldmedaillen bei Olympia angeht, der macht das schon seit Jahrzehnten, dass er wirklich vor jedem, also jeden Abend sozusagen und auch vor jedem Wettkampf, hat er sein Videotape im Kopf sozusagen, wo er sich den perfekten Ablauf seines Schwimmens vorstellt. Und oft sagen seine Coaches ihm einfach, put in the videotape, also wirklich visualisiere. Und das macht er seit Jahrzehnten und das hilft ihm wirklich ruhig zu bleiben und wirklich auch diese Leistungen abzurufen, die er seit Jahren eben abgerufen hat. Also die Kraft, die Visualisierung hat, ist wirklich unermesslich. Und das ist einfach so, was ich zum Beispiel mache, ist so vorm Schlafengehen vor allem, finde ich es ganz interessant, weil ich glaube, da hat man guten Zugang zu seinem Unterbewusstsein, sich einfach Zeit zu nehmen, mal 5 Minuten, und entweder mit einem Vision Board oder mit einem Videotape im Kopf sozusagen sich einfach hinsetzen, ganz ruhig werden, am besten mit Meditation vorher kombinieren, dass man im guten State ist und dann sich hinsetzt und überlegt, ja, wo will ich denn sein? Also, dass man dieses Videotape abspielt und dann kann man eben, wenn man das regelmäßig macht, programmiert man sein Unterbewusstsein und dann ist es halt einfach so, dass dann einfach Dinge passieren. Das ist einfach ganz interessant, dass es dann was Law of Attraction ist, das ist aber auch einfach, dass das Unterbewusstsein eben die Sachen sozusagen raussucht und man halt einfach wirklich den Sachen nachgeht, ohne wirklich große Willenskraft aufwenden zu müssen und deswegen, also es ist ein ganz interessantes Thema, was das Unterbewusstsein eben, was das alles imstande ist. Mhm. Ja, ich finde das auch so wichtig. Ich mache das ja auch jeden Morgen, habe da so ein Mind-Movie. Vielleicht sollte ich es jetzt auch mal am Abend machen. Ich habe es auch mal eine Zeit lang am Abend gemacht. Und ja, ich mache dann halt, was ich noch mache, ist halt auch so, das mit Sounds zu bespielen. Ja, setze ich meine Kopfhörer auf, so Noise-Canceling-Kopfhörer und dann mache ich ein Lied rein zum Beispiel, wo ich echt eine emotionale Verbindung dazu habe. Und dann mache ich das wie so eine Art Soundtrack halt. Und das hilft mir auch so in diesen emotionalen State dann halt zu kommen, der, glaube ich, echt wichtig ist bei diesen Visualisierungsgeschichten. Weil viele setzen sich, glaube ich, immer hin und malen sich irgendwas aus, aber vergessen komplett so ihre ganzen Sinne einzubeziehen und auch die Gefühle dazu. Und ja, das finde ich halt echt noch wichtig, das auch zu machen, dass es wirklich so ein Erlebnis wird halt. Ja, ja, so ein 3D-Kino sozusagen. Da bin ich vollkommen bei dir und vielleicht noch eine Buchempfehlung, die für Leute, die interessiert sind, das kann ich das Buch Psycho-Cybernetics empfehlen von Maxwell Maltz. Das ist, glaube ich, nur auf Englisch verfügbar, aber das ist eben genau das, was du gerade beschrieben hast. Das ist wirklich der Schlüssel zur Visualisierung. Alle 5 Sinne einsetzen
und wirklich dafür sorgen, dass das Nervensystem wirklich denkt, dass es gerade stattfindet. Weil es ist so, wenn man sich was vorstellt und es wirklich detailliert, dann denkt wirklich unser Nervensystem, dass es wirklich gerade stattfindet. Und wenn das passiert, dann kommt man genau auf den Kurs, den du sagen willst. Und eine Technik ist eben, dass man sozusagen Musik oder Sachen einsetzt, die einem ein gutes Gefühl geben, das man in der Vergangenheit schon hatte. Und wenn man dann dieses gute Gefühl schon hat und das kombiniert mit der Visualisierung, die man jetzt noch hinzufügt, dann vermischt sich das sozusagen und wird es viel leichter, das alles umzusetzen. Ja, auf jeden Fall, da hast du recht. Es gibt noch so zwei große Herausforderungen, die ich auch immer wieder so bei den Menschen auch in meiner Community und in meinem Umfeld halt wahrnehme. Vielleicht kannst du da noch so einen Lösungsansatz bieten. Und zwar sind das so einmal die Scanner-Probleme, wo du dich, glaube ich, auch sehr gut auskennst. Ich habe so bei dir auch gelesen, dass du so viele Interessen gehabt hast und dich nicht wirklich entscheiden konntest. Und da dann auch die zweite Herausforderung, die daraus entsteht, halt wirklich anfangen, ja, also Action umsetzen. Und wie fange ich an, wann und womit? Mhm. Was sind da deine Erfahrungen? Also es ist so, da habe ich mal ein ganz interessantes Buch dazu gelesen, was wirklich das Thema Scanner ganz ausführlich behandelt. Das ist von Barbara Sher. Und da ist es so, dass ich kann den Titel nicht genau sagen, aber vielleicht kann man das später verlinken. Das ist so, dass es gibt wirklich Scanner, die haben einfach unglaublich viele Leidenschaften und die können und wollen sich auch nicht entscheiden. Das heißt, die wollen wirklich allen Tätigkeiten nachgehen. Und es ist aber so, dass es eher ein kleinerer Anteil ist. Bei den meisten Menschen ist es so, dass diese Entscheidungsangst, sage ich mal, kommt einfach oft von einfach negativen Glaubenssätzen, dass man halt Angst hat, was falsch zu machen. Man hat Angst, was andere Leute von einem denken, wenn man einen neuen Weg eingeht. Und natürlich auch einfach ein bisschen in die Ungewissheit reinzugehen. Und was ich da persönlich ganz hilfreich finde, ist, wenn man halt sich so eine Art Roadmap aufzeichnet. Man überlegt sich einfach mal, was wäre denn, wenn ich jetzt einfach mal sage, ich gehe ein halbes Jahr oder ein Jahr diesem Projekt nach. Und wenn man dann halt sich überlegt, wenn man das in einem bigger picture, im großen Bild sozusagen seines Lebens anschaut, was ist denn ein halbes Jahr oder was ist denn ein Jahr? Und wenn man sagt, wenn man dann diese Perspektive bekommt und sich sagt, ja, was ist denn, wenn ich ein halbes Jahr einfach mal Vollgas gebe in diesem einen Feld und wirklich mal rauszufinden, ob das mir liegen könnte. Und oft reicht es schon, dass man sagt, ein halbes bis ein Jahr, wenn man Vollgas wirklich einfach 80%, 90% seiner Zeit dafür aufwendet, dass man dann rausfindet, ja, könnte das was werden? Sehe ich mich da in der Zukunft? Und deswegen würde ich sagen, macht man sich einfach so einen Plan und sagt, ich probiere das jetzt ein halbes Jahr aus. Und dann eben würde ich sagen, danach kann ich immer noch was anderes machen. Weil dann hat man so ein bisschen, dieser Druck ist ein bisschen weg, dass man plötzlich alles weggeschnitten hat. Weil man kann immer noch andere Sachen machen, man kann immer noch was anderes ausprobieren. Und deswegen so mal sich ein halbes Jahr aufzeichnen und dann eben einen Plan machen, wie man jetzt genau vorgeht. Aber wichtig ist halt auch, dass man in dieser Zeit sich wirklich fokussiert auf das eine Feld. Und dann denke ich mal, dann kann man ganz schnell Klarheit gewinnen. Das ist auf jeden Fall ein richtig guter Hack. Es ist bei mir eigentlich, wo du es jetzt so erzählst, auch so gewesen. Ich habe ja auch so dieses Thema bei mir gehabt. Ich habe so viele Leidenschaften und am liebsten würde ich alle machen, aber nichts wirklich und dann kommst du halt nicht in die Umsetzung. Und ich habe dann auch irgendwann angefangen, okay, hey, was mache ich jeden Tag? Womit nerve ich die Leute auch? Ja, und das ist halt wirklich dieses Biohacking, ja, dieses Selbstoptimieren und Sachen ausprobieren, Self-Experimenting. Und ja, da habe ich gesagt, okay, ich gehe da jetzt einfach mal rein. Und ja, und so ist das jetzt auch schon länger als ein halbes Jahr und mir macht es einfach Spaß und ich denke, ich habe wirklich etwas gefunden, wo ich jeden Tag für brenne und deswegen ist es halt wirklich so wichtig, einfach mal sich etwas rauszunehmen, was gerade so aktuell ist und da mal, ja, wie du sagst, ein halbes Jahr einfach mal durchzuziehen und Content zu produzieren vielleicht und versuchen, anderen Menschen zu helfen in diesen Themen. Ja, richtig guter Hack.
Ja, Kilian, jetzt sind wir schon 42 Minuten am Quatschen. Ich glaube, ich könnte noch ewig mit dir weiterquatschen. Macht richtig Spaß. Auf jeden Fall. Wir werden aber jetzt trotzdem langsam so in die Zielgeraden kommen. Und was mich halt noch mega interessiert, hast du irgendwelche Routinen, die du regelmäßig durchziehst? Du hast am Anfang mal von einer Morgen- oder Abendroutine geredet. So, vielleicht kannst du mal kurz anreißen, wie die bei dir aussehen. Also bei meine Morgenroutine habe ich jetzt schon seit, ich würde fast sagen, fast 2 Jahren. Immer die gleiche? Relativ aktiv. Ich muss sagen, mit leichten Veränderungen. Ja. Oft ist es auch so, ich bin ein Freund davon, nach dem Aufstehen zum Beispiel Sonnenlicht zu tanken. Mhm. Und da hängt es halt immer davon ab, ob ich gerade irgendeinen Balkon zur Verfügung habe oder wo ich gerade wohne. Also da ist es, das ist was etwas schwankt und natürlich auch jahreszeitabhängig ist. Auf jeden Fall, bei mir ist es so, ich stehe auf und dann das Erste, was ich mache, nachdem ich das Fenster geöffnet habe und ein bisschen was getrunken habe, ist, ich lege mich auf einen Lacrosse-Ball. Also ich mache sozusagen myofasziale Releases. Also ich habe, bei mir ist es so, ich habe ein bisschen so verspannte Muskeln und ich lege mich dann auf so einen Massage-Trigger-Point-Ball und roll mich dann ein bisschen aus, um ein bisschen entspannter zu werden. Was ich dann mache, ist, dass ich dann eigentlich direkt übergehe, mir einen Kaffee zu holen und dann eben einfach erstmal gleich meditiere. So, ich meditiere dann ungefähr für 10 Minuten und dann mache ich gleich den Übergang zu meinem Journaling. Ich habe eigentlich zurzeit 2 Journals, mein ganz normales Freestyle-Journal. Dann habe ich auch noch ein Daily Stoic Journal, da geht es um Stoizismus. Okay. Und ansonsten mache ich dann danach, wenn ich das gemacht habe, gehe ich dann gleich in die kalte Dusche. Das habe ich mir auch angewöhnt, meine auch schon seit 2 Jahren, jeden Morgen eine kalte Dusche, weil ich einfach merke, da bin ich wirklich voll auf Trab. Das hilft mir wirklich. Und nachdem ich dann das rum habe, ist es bei mir meistens so, dann bin ich wirklich in einem richtig guten Zustand. Ich habe meditiert, ich habe visualisiert, ich habe mir beim Journaling meine Ziele vor Augen geführt und ich bin wirklich wach durch meine kalte Dusche. Und meistens ist dann so, dann habe ich den Übergang zur wichtigsten Aufgabe des Tages. Und das ist dann bei mir immer so dieser fließende Übergang einfach. Cool. Wann stehst du auf normalerweise? Meistens so gegen 7 Uhr, würde ich sagen. Ja, okay, ähnlich wie bei mir. Und was hast du für eine Abendroutine? Die ist wahrscheinlich nicht ganz so groß. Ja, die Abendroutine ist bei mir, da ist der Fokus darauf, Entspannung zu erzielen. Also ich mache es meistens so, dass ich vorm Schlafen gehen 1 Stunde vorher versuche, Licht zu vermeiden. Und dann nehme ich noch so ein paar Supplemente, so ein bisschen Magnesium und Zink, was ein bisschen dem Schlaf hilft. Und ansonsten ist es so, dass ich da auch meditiere, um runterzukommen, mein Journaling mache und dann halt einfach auch versuche, noch ein bisschen zu lesen, um ein bisschen runterzukommen und dann einfach den Schlaf zu finden. Wow, richtig coole Routinen. Da bin ich natürlich Fan von als Biohacker. Cool. Was willst du unbedingt noch rausfinden in diesem Leben, was du bisher noch nicht rausgefunden hast? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, dass das Leben ist unglaublich vielfältig und ich habe in unglaublich vielen Bereichen Interessen. Was mich aktuell sehr beschäftigt, ist das Thema auch Spiritualität, Achtsamkeit, Bewusstsein. Und was mich sehr interessieren würde in meinem Leben, ist, wie wirklich Bewusstsein entsteht. Da sind wir immer noch ein bisschen im Dunkeln. Und auch, was dahinter ist, dass wir als Menschen alle verbunden sind. Also durch Bewusstsein alle verbunden sind. Und man hat schon immer so ein bisschen diese Ahnung und die Spiritualität sagt das ja auch schon seit Jahrtausenden, dass wir alle miteinander verbunden sind. Aber dass man so diesen wissenschaftlichen Beweis hat, das fände ich richtig interessant. Dass man so diese Spiritualität und die Wissenschaft noch weiter zusammenbringt und das einfach auch für mehrere Menschen einfach greifbar macht. Das ist sowas, was ich in meinem Leben gerne erfahren würde. Da musst du auf jeden Fall, glaube ich, mal zu einem Seminar von Dr. Joe Dispenza gehen. Das sind, glaube ich, genauso die Themen, die er behandelt. Das steht auch noch auf meiner Bucketlist. Weiß nicht, ob du den kennst. Habe ich schon mal gehört, ja. Ja, muss ich mal mit beschäftigen. Also er ist er macht zum Beispiel auch diese Mind-Movies mit seinen Teilnehmern und da geht es auch viel um Meditation und Bewusstseinserforschung und er hat natürlich voll den wissenschaftlichen Background noch. Also sehr interessant, danke schön.
Cool. Ja, welche Projekte stehen jetzt noch bei dir in der Zukunft an? Also bei mir ist es so, dass ich vor allem meine Webseitenpräsenz jetzt so ziemlich stark ausgebaut habe, dass ich da mal präsenter bin. Und ansonsten ist bei mir ganz wichtig, dass ich mein Blog vor allem weiter ausbaue und eben mehr Content sozusagen der Welt zur Verfügung stelle, einfach zu den Themen, die mich interessieren. Und da will ich einfach wirklich aktiver sein, mehr Content zur Verfügung stellen, vor allem in schriftlicher Form. Ich bin da auf Quora ganz aktiv, aber auch in Form von Blogartikeln. Und das ist so der Hauptfokus in den nächsten Wochen und Monaten. Cool, das verlinke ich auf jeden Fall auch alles nochmal in den Shownotes. Und dann bist du ja Coach für innere Transformation und du hast ja gesagt, du bietest aktuell auch wieder Strategiegespräche an und da hast du auch noch einen kleinen Tipp für unsere Zuhörer. Ja, es ist so, also ich biete normalerweise 3 Monats Coaching-Programme an, um eben wirklich eine nachhaltige innere Transformation zu erzielen. Ich bin kein Freund von irgendwelchen Quickfixes, sondern ich will wirklich das Problem von tiefgründigen Sachen anschauen und das ist 3 Monate einfach ein guter Zeitraum. Also wenn jemand von den Zuhörern interessiert ist, würde ich anbieten, einfach eine kostenlose Strategiesitzung zu machen, um sich einfach anzuschauen, wo wäre denn der nächste Schritt anzusiedeln? Was müsste man denn als nächstes machen? Was wäre denn eigentlich der nächste Schritt, um wirklich in seine innere Kraft zu kommen, um wirklich negative Glaubenssätze, um mit denen besser umzugehen, um halt einfach wirklich ein Gefühl von Richtung im Leben zu erreichen. Und wenn da jemand interessiert ist, gerne in die Shownotes schauen, da wäre ich gerne bereit, eine Strategiesitzung zu machen und dann schauen wir uns das einfach mal zusammen an. Super, danke vielmals dafür. Und ja, genau, auf Instagram bist du, glaube ich, auch sehr aktiv. Da habe ich dich ein bisschen gestalkt auch. Ja, genau. Richtig, richtig cooler Feed. Also auf jeden Fall mal reingucken dort. Verlinke ich alles in den Shownotes. Genauso wie die Blogs, also Quora und Medium und die Website. Für die, die mehr über dich und deine tolle Arbeit, die du machst, erfahren wollen. Und ich bedanke mich, Kian. Also ein richtig cooles Gespräch. Das ist, wow, bin richtig geflasht, was du alles machst und wie du den Menschen hilfst und wie du auch so mit deinen eigenen Struggles halt rausgegangen bist und ja, und diese überwunden hast und diese jetzt, ja, teilst. Das finde ich toll und es braucht mehr solche Menschen, solche Coaches auch mehr. Und danke dafür und danke, dass du zum Gast im Mindful Upgrade Podcast warst. Ja, ich bedanke mich auch. Also es ist immer wieder interessant, solche Plattformen zu haben wie dieser Podcast hier. Kann ich einfach nur allen empfehlen, den Podcast auch weiter zu empfehlen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und hat echt mega Spaß gemacht. Super, Kian. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und wir sehen uns bestimmt bald. Mach's gut. Ciao, ciao, wünsche ich dir auch. Ciao, Kian. Oh mein Gott, wie liebe ich es, mit Menschen wie Kian über Persönlichkeitsentwicklung zu sprechen. Das hast du, glaube ich, gemerkt. Vor allem finde ich es interessant, wie er durch die Verwendung eines Journals immer mehr zu seiner wahren Identität gefunden hat und auch mir hat es in der Hinsicht sehr geholfen. Schau dir unbedingt das Klarheitsjournal bzw. den Klarheitskalender in den Shownotes an und sichere dir mit dem Code DANKEROBIN bis Ende September noch 10% Rabatt auf dieses mächtige Tool. Wenn du der englischen Sprache mächtig bist, dann check unbedingt Kirjans Blogpost auf Medium und Quora aus. Das ist Persönlichkeitsentwicklung Next Level. Richtig guter Content. Auch sein Instagram-Feed kann ich sehr empfehlen. Das und alle anderen Tools und Bücher findest du unter www.mindful-upgrade.ch/Folge 38. Dort findest du auch den Link zu seinem Strategiegespräch, egal ob du Deutsch oder Englisch sprichst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann mach einen Screenshot und erwähne mich @mindful.upgrade oder Kilian@KilianMarkert in deiner Instagram-Story oder schreib uns einfach. Ich wünsche dir eine tolle Woche und viel Spaß beim Journalen, Lesen und Biohacken. Dein Biohacktivist. Boom, Bioactivist, danke, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge des Mindful Upgrade Podcast. Ich bin Robin und ich freue mich wahnsinnig, dass du mir deine Aufmerksamkeit und deine Zeit geschenkt hast. Möchtest du erfahren, wie so ein Leben als Bioactivist aussieht und hinter die Kulissen dieses Podcasts schauen, dann folge mir jetzt auf Instagram @RobinStolberg für exklusiven pflanzen- und körperbasierten Biohacker-Content. Ich freue mich jetzt schon mega, wenn du das nächste Mal wieder am Start bist, wenn es wieder Zeit ist für ein Mindful Upgrade.